Ausrüstung einer mongolischen Schamanin Wie bereits in den anderen Videos berichtet, gab es klare Regeln, unter denen ich Videoaufnahmen anfertigen durfte. Dazu gehörte, dass ich mit der Kamera nicht umherlaufen durfte, sondern ruhig an meinem Platz sitzen musste. Das aktuelle Video wurde nach Sonnenuntergang gefilmt, da es im Vorlauf auf einen Exorzismus entstand. Ich habe das Videomaterial so weit wie möglich aufgehellt, aber ein Qualitätsverlust ist erkennbar. Trotzdem wollte ich euch diesen authentischen Einblick nicht verwehren. Es ist selten, dass ein Schamane so ausführlich seine Ausrüstung erklärt und sich dabei noch filmen lässt. Die mongolischen Schamanen treten immer als Team auf. Es gibt den Boten, der sich in Trance versetzt und durch den die Geister sprechen, sowie den Übersetzer, welcher die Botschaften des Geistes ins Mongolische übersetzt. In den späteren Videos werdet ihr sehen, wie sich die Stimme der Schamanin in der Besessenheit verändert. Im mongolischen Schamanismus existieren vier Arten von Schamanen. Es beginnt mit den weißen Schamanen, welche Kontakt zu den weißen, eher gutmütigen Geistern herstellen. Diese sind für den Bereich Heilung zuständig. Die schwarzen Schamanen stellen Kontakt zu den schwarzen, eher wilden Geistern dar, welche in Schutz- und Exorzismusritualen zur Anwendung kommen. Es gibt noch Schamanen, welche Kontakt zu Beschützergeistern aufnehmen, sowie sehr selten, aktuell existiert in der Mongolei niemand in dieser Kategorie, Schamanen, welche Kontakt zum roten Geist aufnehmen können. Aber nun, zur Ausrüstung, welche komplett von der Familie der Schamanin hergestellt wurde. Trommel. Die Trommel wurde komplett ohne Nägel hergestellt. Alle Verbindungen wurden aus Holz gefertigt, das von einem Baum stammt, der von einem Blitz getroffen wurde. Man geht davon aus, dass der Blitz den Baum reinigt und Geister aus dem Holz vertreibt. So stellt man sicher, dass die Trommel nicht bereits mit einem Geist besetzt ist. Die Trommel weist neun Erhebungen auf und ist mit Rentierleder bespannt. Die Art des verwendeten Leders bestimmt, welches Transportmittel die Schamanin bei ihrer Reise in die Geisterwelt nutzt, von der sie mit einem Geist zurückkehrt, der dann für das Ritual zur Verfügung steht. Die Schamanin hat bewusst Rentierleder gewählt, da es sich um ein schnelles Tier handelt und sie schnell Kontakt zum Geist herstellen möchte. Daher wurde an einer Stelle zwischen Leder und Holz ein Sprunggelenksknochen eines Rentiers eingearbeitet. Dieser soll ebenfalls die Kontaktaufnahme zu Geistern und damit die Rituale beschleunigen. In der Trommel ist Pferdehaar verarbeitet. Das Pferd gilt als schnelles Reittier. Seine Schnelligkeit soll gleichfalls das Ritual beschleunigen. Ebenfalls ist, bei der fertigen Trommel nicht sichtbar, eine rote Schnur zwischen Holz und Leder einmal um die Trommelaußenseite gespannt. Rot ist die Farbe des Blutes und des Lebens. Sie soll der Trommel Leben verleihen. Der Trommelschlägel. Der Schlägel repräsentiert die Peitsche, mit welcher der Bote sein Reittier, die Trommel, auf seiner Reise in die Geisterwelt antreibt. Der Trommelschlägel besteht ebenfalls aus dem Holz eines vom Blitz getroffenen Baumes, so dass er frei von Geistern und anderen negativen Einflüssen ist. Auf der Schlagseite des Schlägels ist Rentierhaut aufgespannt, um die Schnelligkeit des Tieres im Ritual zu nutzen. In die Rückseite sind Münzen eingearbeitet, welche bei den Trommelschlägen für rasselartige Geräusche sorgen. Sie dienen den Geistern zudem als Vorkasse, da sie die spätere Belohnung vorwegnehmen. Am Griffteil sind drei Eichhörnchenfälle befestigt. Die mongolischen Schamanen verehren den Vater Himmel sowie die Mutter Erde. Das Eichhörnchen ist ein Tier, welches sowohl auf der Erde als auch durch seine Sprünge zwischen Bäumen und Ästen in der luft lebt es verbindet die beiden bereiche und soll hier in den ritualen die verbindung zwischen den sphären herstellen zudem wird rotes garn als griffumwicklung verwendet welches wie bei der trommel für blut und damit für leben steht und dem schlägel leben verleihen soll kopfbedeckung diese repräsentiert den Kopf, mit dem der Geist durch den Boten, also den Schamanen, spricht. Auf das breite Stoffband ist das Gesicht des Geistes, den die Schamanin kontaktiert, aufgestickt. Der Geist erhält somit die Möglichkeit, das Diesseits wahrzunehmen. Fransen auf der Vorderseite verdecken das Gesicht des Schamanen während den Ritualen. Der Schamane mit seiner Mimik tritt in den Hintergrund, der Fokus liegt komplett auf dem Geist. Oben sind an der Kopfbedeckung Federn angebracht. Es handelt sich um Adlerfedern, welche mit der Rückseite nach vorne angebracht wurden. Dies dient dem Schutz des Schamanen. Böse Geister können während des Rituals versuchen, vom Schamanen Besitz zu ergreifen. Dabei schleichen sie sich von hinten an den Schamanen an. Da die Federn falsch herum angebracht sind und das Gesicht des Schamanen durch die Fransen nicht sichtbar ist, verwechselt der böse Geist die Vorder- mit der Rückseite und der Schamane kann ihn beim Anschleichen entdecken sowie Gegenmaßnahmen ergreifen. Schuhe: Die Schuhe dienen dem Geist, welcher den Körper des Boten, also des Schamanen, übernimmt, als Füße. Sie sind ebenfalls aus Rentierleder gefertigt, um die Schnelligkeit des Tieres für das Ritual zu nutzen. Auf Knöchelhöhe ist seitlich auf der Außenseite des rechten Fuß der Mittelhandknochen eines Wolfs eingenäht. Die Schnelligkeit und Ausdauer des Wolfes sollen damit für die Rituale nutzbar werden. Auch die Sprungkraft und Stärke des Wolfes werden angezapft. Dies hilft bei der Abwehr böser Geister, welche versuchen den Schamanen zu übernehmen. Auf der Außenseite des linken Schuhs sind neun Streifen Birkenrinder angebracht. Diese besitzen eine Verbindung zu den Wassergeistern und sollen vor dem Eindringen böser Geister schützen. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass böse Geister von der linken Seite in den Körper eindringen. Auf diesen Glauben treffen wir später auch bei der Beschreibung des Obergewands. Spiegel Dabei handelt es sich um eine Kupfer- oder Bronzeplatte, welche der Schamane vor seiner Brust trägt. Sie soll sowohl Flüche als auch böse Geister abwehren. Peitsche: Mit der Peitsche soll das Reittier, also die Trommel, welche den Schamanen in die Geisterwelt und zurückbringt, beschleunigt werden. Obergewand: Das hier gezeigte Obergewand darf nicht in der Sonne getragen werden. Daher erfolgte die Präsentation, nachdem die Sonne bereits hinter den Bergen untergegangen war. Ich habe das Bildmaterial soweit möglich aufgehellt, da auch künstliche Lichtquellen nicht erlaubt waren. Die Schutzgeister, welche mit dem Gewand verbunden sind, meiden das Sonnenlicht. Würde der Schamane das Gewand dem Sonnenlicht aussetzen, so würden diese Geister das Gewand verlassen und somit der Schutz verloren gehen. Die langen Schnüre sollen Schlangen darstellen, welche alle Gelenke des Schamanen schützen. Insgesamt sind 81 dieser Schlangen auf das Gewand aufgenäht. Die Zahl der Schlangen nahm über die zehnjährige Tätigkeit der Schamanin zu. Für jeden Schutzgeist, den sie in dieser Zeit erworben hat, wurde eine Schlange angefertigt und auf das Gewand genäht. Auf diesen weißen Stoffstreifen hat die Schamanin die Namen jeder Menschen aufgeschrieben, welche ihr Leben lang unter dem Schutz der Schamanin und deren Geister stehen sollen. Metallstäbchen sind als symbolische Waffen auf der Rückseite des Gewands aufgenäht, um ähnlich dem Spiegel auf der Vorderseite Flüche und böse Geister fernzuhalten. Zudem sind auf das Gewand die Federn von Eulen genäht, die Eule als Nachtvogel schützt den Träger des Gewandes vor den Gefahren der Nacht. Auf diesem Stoffstreifen sind Abbildungen aller Tiere gestickt, von denen Teile in der Kleidung der Schamanen verarbeitet sind. Es wird davon ausgegangen, dass diese Tiere nicht wirklich tot sind, sondern ihre Geister in der Kleidung der Schamanen weiterleben. Ebenfalls sind auf dem Stoffstreifen exakt 81 Kästchen aufgestickt. Diese stehen für die 81 Rituale, welche ein Schamane mindestens lernen muss, um als vollständig ausgebildeter Schamane zu gelten. Auch hier ist interessant, dass es sich um ein Vielfaches von drei handelt, eine Zahl, die uns in vielen magischen Traditionen begegnet. Ebenfalls wurde dieser Wolffuß an das Gewand angenäht. Der Geist des Wolfes soll die Schamanin bei ihrer Arbeit schützen. Das schwarze Zobelfeld zieht Schutzgeister an, welche der Schamanin zusätzlichen Schutz verleihen. Diese Eichhörnchenfälle stellen die Verbindung zwischen Himmel und Erde dar, wie bereits beim Trommelschlägel erklärt. Der Fuß eines jungen Bären soll dessen Geist ebenfalls als Wächter für die Schamanin rekrutieren. Es wurde bewusst ein Jungtier verwendet, da man davon ausgeht, dass diese wachsamer sind. Hier sieht man weitere Wolf- und Bärenklauen. Das Obergewand besteht aus dem Leder von fünf weiblichen Rentieren, welches mit rotem Faden vernäht wurde. Die rote Farbe steht für Blut und soll dem Gewand Leben verleihen, sodass die Geister darin eine Heimat finden. Die kleinen Kölöckchen, welche am Gewand befestigt sind, wirken anregend auf die Geister und ziehen diese an. Wellen wurden mit blauem Faden am unteren Ende des Gewands aufgestickt und symbolisieren Wasser. Diese ziehen Wassergeister an. Darüber ist das Muster von Berggipfeln aufgestickt, welche die heiligen Berge und ihre Berggeister symbolisieren. Die Hauptfunktion des Gewands besteht darin, den Schamanen vor bösen Geistern und Flüchen zu schützen. Erst wenn der Schamane selbst geschützt ist, kann er sich auch für andere gegen böse Geister stellen. Ohne Schutz bestünde die Gefahr, dass ein Schamane bei einem Exorzismus sein eigenes Leben verliert. Auf der Innenseite ist in Schulterhöhe eine Schlange als Schutz aufgenäht. Antilopenfuß. Der Antilopenfuß soll den Schamanen in der Ritualdurchführung ebenfalls unterstützen, indem die Schnelligkeit des Tieres das Ritual beschleunigt. Holzpferd. Dieses Holzpferd wird beim Exorzismus, den ich in einem späteren Video zeige, nicht zur Anwendung kommen. Die Schamanin nutzt das Pferd als Transportmittel in die Geisterwelt, wenn sie Heilrituale mit dem Weißen Geist durchführt. Maultrommel: Die Maultrommel dient dazu, Geister sowohl zu rufen als auch zu beruhigen. Beim Exorzismus kommt sie ebenfalls nicht zur Anwendung. Aber bei einem Ritual mit Wassergeistern, das ich euch in einem späteren Video zeigen werde. Räuchern. Alle Bekleidungsgegenstände werden vor der Verwendung über einem Feuer aus Pferdeäpfeln geräuchert. Bei einem schamanistischen Ritual, das in einer Jote durchgeführt wurde, musste ich mich vor Betreten der Juchte ebenfalls mit dem Rauch eines Pferdeapfelfeuers reinigen.